Es hat wieder nicht gereicht für Friedhelm Funkel, der seine negative Schalke-Serie fortsetzt. 0:2 mit Fortuna. Mehr als 21 Jahre wartet er nun auf einen Sieg gegen Schalke. Und ja, heute darf er sich da hauptsächlich bei Benito Raman bedanken. Auch wenn er mit Sicherheit nicht allein Schuldiger an dieser Niederlage ist. Aber seine Chance in der vierten Minute war natürlich eine große, die mit Sicherheit Selbstvertrauen hätte geben können. Und vor allem der Fortuna mal das Gefühl, mit einer Führung im Rücken gegen Schalke bestehen zu können. So wurde es nichts. Schalke hat die erste Halbzeit eigentlich verpennt. Fortuna hat es nicht ausgenutzt. Und nach der Halbzeit hat Schalke mit zwei Szenen analog zum Leverkusen-Spiel eigentlich das Spiel entschieden. Und Fortuna fehlten am Ende die Mittel, um Schalke nochmal in Bedrängnis zu bringen. Und jetzt muss man halt gucken, dass man im nächsten Spiel in Frankfurt nach der Länderspielpause vielleicht mal in Führung geht, vielleicht mal sich Selbstbewusstsein holt durch einen etwas glücklichen Sieg. Vor allem müssen Punkte her, weil momentan steht man auf dem Abstiegsplatz und da möchte man natürlich schnell wieder weg.